unseres Erlösers. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ein Heidenunhold, bewaffnet auf heiligem Boden. Ein Vertrauter. Gute Leute, brecht bitte den Kirchfrieden nicht. Wie kann man diesen teuflischen Heiden trauen? Wie viele hast du schon getötet? Freunde, vergesst nicht. Als der gute Samariter den Geschundenen sah, hatte er Mitleid und verband seine Wunden. Du bist fleißig, Königin. Jemand muss sich um die Opfer des Krieges kümmern. Das war die Seuche, nicht der Krieg. Der Krieg bringt die Seuche, Ava. Ich bin noch nicht bereit, zu Charles zurückzukehren, wenn es das ist, was dich herführt. Nein, ich suche eine Bretonin, die sich hier aufhält. Ihr Name ist Nolwyn. Ich kenne sie, eine freischaffende Diebin. Eine verrufene Frau, jedoch nicht ohne Talent. Für die, die zahlen können. Man sagt, sie könne Waren und Botschaften über Mauern hinweg und an Wachen vorbeischmuggeln. Ja. Und warum brauchst du die Hilfe dieser Frau? Ich kann dir nicht unsere Kriegspläne hier verraten. Wir mögen befreundet sein, doch ich kann nicht alles verraten. Aber ich verspreche, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Aber Siegfried, der Frankenschlichter, führt das Heer, nicht du. Er bringt seine Rache über uns, Stadt für Stadt. Weil die Franken seinen Bruder getötet haben. Wie viele Nordmänner müssen sterben, damit Siegfried einen Mann rächen kann? Soll seine Nichte auch sterben? Oder du? Ich kann keine Heere aufhalten. Nur für Waffenruhe und Vernunft werben. Ich tue, was ich kann. Du hast mein Leben gerettet. Ich muss diesen Schritt wagen und dir trauen, mein guter Samariter. Danke, Königin. Ich stehe in deiner Schuld. Wirklich. Und wo befindet sich die Bretonin? Das weiß ich leider nicht. Sie kommt ab und zu hier vorbei. Ich weiß es. Ich weiß, wo Norwins Versteck ist. Bitte, Eivor, lass mich dich hinführen. Kindermund tut Wahrheit kund. Nun gut, aber komm schnell zurück, kleiner Bär. Nicht so schnell, kleiner Prinz. Hier ist es nicht sicher. Man kann sich nirgendwo im Frankenreich sicher fühlen. Das hat Mutter Richardis. Woher weißt du, wo sich die Schmugglerin versteckt? Gestern ging ich auf ein Abenteuer und folgte ihr. Aber sie hat mich gesehen und winkte. Ich kam mir albern vor. Ah, hier war ich bereits. Danke, Bernhard. Und nun begib dich zurück zur Königin. Auf bald, Eivor. Viel Spaß. Auf das nächste gemeinsame Abenteuer. Wow, das war voll das Abenteuer. 5 Meter hier hinlaufen. Und warum muss ich schon wieder in die Kloake? Warum denkt jeder, das wäre hier eine gute Idee, sich hier aufzuhalten? Das ist sehr ungesund. Au, ich wollte hier nicht runterfallen. Finde ich denn die jetzt? Drüben irgendwo? Wie komme ich nach da drüben hier lang? Einen Helm mit einem Geweih drauf, so einen will ich auch. Aber bei den Druiden habe ich schon keinen bekommen, dann kriege ich jetzt auch keinen. Der Finish war cool übrigens. Leb wohl, Ungeziefer. Und was ist mit dir? Wer bist du? Ich habe aus Versehen mein Questziel angeschlossen.
Oh, Alter, voll durch die Brust durch. Wow, aus Versehen, ich schwör's. Gott. Hallo, tapferer Freund. Leider habe ich kein Silber. Ich bin nicht auf dein Silber aus. Und ich suche auch keinen Streit. Gepriesen seien die Heiligen. Und danke für deine Klinge zur rechten Zeit. Leider muss ich nun los. Nein, warte. Ich bin ein Freund von Richardis, deiner Königin. Und ich bin mit dem Papst verheiratet. Lang möge er leben. Man sagt, du könntest durch Stadtmauern hindurchgehen. Ich brauche Hilfe. Ich bin kein Geist. Nur eine bretonische Badin, die sich verirrt hat. Du bist eine Schmugglerin, das weiß ganz Paris, selbst der kleine Prinz. Ich brauche deine Hilfe. Und wenn ich tatsächlich ein, zwei Dinge wüsste, was wäre es dir wert? Meine Freundin Toka will ihre Halskette zurück. So viel weiß ich. Hier ist die Kette. Sag ihr, sie kann mich in Naunet finden, wenn alles vorbei ist. Ich werde es Toka ausrichten. Gut. Also, was brauchst du, guter Mann aus dem Norden? Ich suche eine Schwachstelle in diesen Mauern. Gibt es einen geheimen Gang? Eine Tür? Etwas in der Art? Nein, so einfach ist das nicht. Die Franken haben die Stadt gut abgeriegelt. Aber dieser Schlüssel hier öffnet die Tür an der Brücke. Die Brücke? Die Brücke kann ich auch von außen erreichen. Gut wäre es, sie einstürzen zu lassen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das Fundament der Brücke in keinem guten Zustand ist. Verstehe. Wenn wir die Brücke einreißen, können die Langschiffe die Stadt umzingeln. Du hast das nicht von mir. Leb wohl. Wo ist die Brücke? Sie kann nicht weit sein. Da vorne anscheinend. Kommt es schon noch so weit, dass wir hier ganze Brücken einstürzen lassen? Wenn mit Sachen in die Luft springen, kennen wir uns ja an sich aus. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Wie immer, wir dürfen uns nie irgendwo blicken lassen. Die Schmugglerin hatte recht. Ein paar Ölkrüge werden diese Brücke einstürzen lassen. Ich werde die Krüge bereitstellen, damit wir die Brücke später während des Angriffs zerstören können. Mit dem da vorne können wir reden. Da muss ich da außen rum. Ups. Schwupps. Ich soll das Heer der Nordmann ganz alleine ausspähen? Was ist das für ein Himmelfahrtskommando? Mal sehen, wie gut sie die Stadt ohne ihre kostbare Brücke verteidigen, die Schweine. Hey, du gehörst hier nicht hin. Andererseits, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann tun wir doch so, als wären wir beide woanders. Ja, warum nicht? Wir sind ohnehin verloren. Würde aber empfehlen, später mal deinen Posten zu verlassen. Nur mal so. Nimm das Ding hier. Vielleicht gelange ich hinüber, wenn ich die Holzstücke bewege. Ah, okay. Nein. Komm,
Dann bewegen wir doch mal. Einmal hier, einmal da. Machen wir hier so in die Mitte so. Das müsste doch jetzt eigentlich reichen, oder? Ach, jetzt muss ich hier auch noch mal. Okay, mit dem komme ich jetzt nicht mehr hier hoch. Dann halt so. Und hier hoch und dann packen wir das dahin. So. So, die Falle für die Belagerung der Insel ist gestellt. Ich sollte zu den anderen zurück. Level up. So, genau. Wir gehen ja nicht zu den anderen zurück. Wir gehen erstmal hier nach Amiens ins Amphitheater und gucken mal, ob wir mit dem Charles reden können. Und das ist wo? Das ist da oben. Da waren wir auch noch gar nicht. Da müssen wir dann noch synchronisieren. Aber hier können wir uns portieren. Na komm. Was? Ein Fehler aufgetreten, der verhindert, dass das Spiel gespeichert werden kann? Das finde ich aber ungut. Dann starte ich hier doch schnell das Spiel nochmal neu. Kann ich wenigstens manuell speichern? Okay, schön. Toll. Dann mal gucken, wo es zuletzt gespeichert hat. Okay, es hat also doch irgendwie hier gespeichert noch trotzdem. Okay, das war jetzt dezent gruselig erstmal. So einen Bug, wo es heißt, dein Spiel kann nicht gespeichert werden, den möchte, glaube ich, keiner haben. Ich habe dann auch versucht, manuell zu speichern und dann hieß es irgendwie, ja, die Daten sind korrupt oder irgendwie sowas. Das war schon ein bisschen gruselig. Jetzt irgendwie Angst gehabt, dass jetzt dann plötzlich beim Laden irgendwie mein ganzes Spiel... keine Ahnung, meine ganzen Speicherstände alle gelöscht sind oder was, man weiß ja nicht. Also ich weiß, dass es irgendwie für die Konsolen, glaube ich, so einen Bug gab, dass es nicht speichern kann, aber ich wusste nicht, dass es das anscheinend für PC auch gibt. Zeig mir, was vor uns liegt. Auch wieder ein Stall. Da sind schon die ganzen Narren am Theater. Das ist ein Schlüssel und irgendein Schatz. Da ist noch ein Schlüssel. Kann ich hier einfach so rein oder hassen mich hier wieder alle? Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Das beantwortet meine Frage. Ich möchte trotzdem. Siegfried, der Schlechte und seine Heidenhorde marschieren auf die Tore von Paris. Graf Odor ruft alle treuen Krieger zur Stadtinsel von Paris. Okay. Ich würde gern aber erstmal hier den Aussichtspunkt synchronisieren. Hey,
Mein Gott, lass mich doch in Frieden. Ich mach doch gar nichts, ich laufe hier nur durch. Kommst du nicht diese Säule hoch? Alter, stell dich halt an. Geht doch. Jetzt kann ich gleich wieder nicht synchronisieren, weil dafür muss man ja anonym sein. Und ich gehe das gleich wieder weg. Will doch nur den Aussichtspunkt hier haben. Darf ich? Keine schlechte Gegend hier. Na, unten soll der Charles sein. Ich sehe den da aber gar nicht. Glaube fast, der ist da nicht. Da hinten habe ich gesehen, natürlich. Jetzt kann ich den da unten auch nicht mehr assassinieren. Seid halt anstrengend. Aua. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt gerade meine Waffe angezündet hat, aber gut, nehme ich. Au. Ja, gleich. Ich hör mir gleich euer Stück an. Ich bin gerade noch ein bisschen beschäftigt. Komm, werf deinen Scheiß, ich kann zurückwerfen. Komm, du hast keinen Lebensbalken mehr. Na, du stirbst du mal. In deinen Fuß. Lässt du plötzlich so völlig klar erscheinen. Oh, großer Charles, du liegst da nieder, verborgen hinterm Theater. Verborgen hinterm Theater liegt er da nieder. Vielleicht versteckt sich Charles hinter der Bühne. Geht's dem nicht gut? Babylons, der Vernichtung geweiht, wohl dem, der die Kleinen sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein, 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 nein! Ach, es ist nur der Heide. Von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen.
Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffnet Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie auch mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Das verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Nur du kannst dein Volk vor Siegfrieds Zorn bewahren. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann, mit noch größerem Ehrgeiz. Alle meine Edelleute wollen etwas von mir, ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr, ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute. Manchmal ist die beste Tat, gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten? Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tünchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet? Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst? Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld, vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Ja, weil der garantiert das Versprechen genauso einhält wie damals, als wir seine Frau anschleppen sollten. Das wird doch wieder die gleiche Scheiße. Der zieht uns doch sowieso jedes Mal über den Tisch. Ich weiß echt nicht, wie Eivor da noch irgendwie dran glauben kann. Ich tue es jedenfalls nicht. Wo komme ich denn hier rein? Über den Zaun kommt er ja wieder nicht. Das wäre ja ganz was Neues, wenn man hier als Wikinger und Assassine über den Zaun klettern könnte. Unerhört. Also muss es da irgendwo unten reingehen, schätze ich mal. Ich kann ja hier nicht von Dach zu Dach springen. Das geht nicht. Ah, da drüben kann ich rüber. Da drüben kann ich von Dach zu Dach springen.
Lass mich raten, hier ist zu. Nein, oh Gott. Reck mich doch nicht so. Ruhenschlüssel, aber für welche Truhe? Huch, da ist noch was. Gib mir, gib mir. Boah, geil. Kann ich mir davon was in die Hosentasche stecken? Funks den Barren. So, ist hier sonst noch irgendwas, was ich ganz dringend haben möchte? Nö. Eigentlich nicht. Da ist die Villa von Amiens, da ist überhaupt nichts. Das ist auch interessant. Hey, dann müssen wir nämlich an wieder zu Toka, die ist immer noch da in der Kneipe. Wenn sie meint, na, da porten wir uns mal hin. Barnakus. Das könnte irgendein Werbeslogan für irgendeine komische Bank oder was sein. Sparnakus. So, wo war hier nochmal die Tür? Da warte ich lieber erstmal, bis die vorbeigelaufen sind. Man muss ja kein unnötiges Aufsehen erregen. Auch wenn die sich ganz schön Zeit lassen, die Guten. Und die zwei bleiben da stehen. Toll. Nee, doch nicht. Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechenhof, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Toka. Dunkel vor der Morgendämmerung. Das heißt, das zu Siegfrieds Lager zurückkehren, okay. Das kriege ich hin. Oh mein Gott. Ist der flauschig? Bist du flauschig? Ich will den streicheln. Warum kann ich den nicht streicheln? Oder ich will den reiten, noch besser. Alter, bist du flauschig. Oh. Easily. Oh. Da ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Alter, warum habe ich die ganze Zeit übersehen?
Warum habt ihr alle so flauschige Eselis? Und das ist ein grauer. Oh. Oh, kriege ich bitte von Piers, wenn wir den Rebellen maximal geholfen haben, so einen flauschigen Esel zum Reiten. Aber guck mal, das ist auch ein süßes Maultier-Esel-Dingsi. Aber der ist nicht so flauschig. Und flauschig ist immer besser. Oh, ich will so einen flauschigen Esel. Take my money. Nix gegen meinen Pony und nix gegen meinen Bären und meine sonstigen Reittiere, aber so ein flauschiger Esel. Oh. Aus dem Weg. Ich bin mal gespannt, was jetzt der nächste Plan ist. Weil den Jungen jetzt direkt entführen oder so machen wir ja nicht. Wir haben unsere Katapulte irgendwo untergebracht. Wir wissen den Weg in die Stadt. So eigentlich. Nicht für Gold und nicht für Ruhm. Wohl wahr. Die Schlacht schenkt uns roten Wein ein und wir sind die Trunkenbolde. Blutrünstig und kampfeslustig. Nur so fühle ich mich lebendig. Der Allvater muss hier sein. Du da, wo sind Siegfried und Toka? Die Schlacht muss kurz bevorstehen. Die Krähe kommt schon zum Festmahl. Deine Zunge hat Witz, Liebes. Aber morgen sprechen wir alle in einer Sprache, die älter ist als jedes Wort. Und das Schicksal weiß jetzt schon, wer überlebt und wer stirbt. Ich frage nochmal, wo sind die anderen? Sie holen mehr Katapulte für den morgigen Angriff. Du kannst warten. Ich warte, aber woanders. Sei halt arschig. Oh ja, wir setzen uns hier schön unter den großen Baum. Beim Feuer. Und dann mal gucken, was passiert.